Weihnachten liegt nun ein paar Tage zurück. Und schon steht das nächste Fest vor der Tür. Silvester. Und das bedeutet für viele einen geselligen Abend mit Freunden, Fondue oder Raclette, Bleigießen und um 12 Uhr mit Sekt auf das neue Jahr anstoßen. Zumindest feiern wir in Deutschland so häufig den Jahreswechsel. In anderen Ländern gibt es hier ganz andere Traditionen. Welche es da so gibt, erfahrt ihr heute hier bei Wissen for Free. Beginnen wir zunächst in Italien. Hier beginnt das Neujahrsfest häufig mit einem traditionellen Abendessen. Dabei kommt Cotechino, das ist eine gekochte Schweinswurst, oder Zampone, ein gefüllter Schweinefuß, auf den Tisch. Als Beilage dazu gibt es Linsen, die Reichtum für das folgende Jahr bescheren sollen. Aber nicht nur das Essen ist bei den Italienern eine wichtige Sache an diesem Tag, sondern auch die Wahl der richtigen Unterwäsche. Ja, ihr habt richtig gehört. Denn für Italiener ist es wichtig, in der Silvesternacht rote Unterwäsche zu tragen. Das soll nämlich im neuen Jahr Glück bringen. Vor allem in der Liebe. Auch in einem anderen Land spielt die Wahl der richtigen Unterwäsche für die Silvesternacht eine wichtige Rolle. In Brasilien. Allerdings haben hier verschiedene Farben auch verschiedene Bedeutungen. So steht beispielsweise Rot für Liebe, Grün für Glück und Gelb für Reichtum. Aber so farbenfroh und bunt die Unterwäsche ist, so farblos ist dann die normale Kleidung. Denn die Brasilianerinnen und Brasilianer tragen weißes Gewand, das Reinheit und Frieden symbolisieren und so für einen guten Start ins neue Jahr sorgen soll. Zudem huldigen brasilianische Frauen an diesem Tag der Meeresgöttin Jemanja, die für Fruchtbarkeit steht, indem sie Blumen ins Meer setzen. Und auch in Spanien gibt es eine Silvestertradition, die mit roter Unterwäsche zu tun hat. Allerdings tragen diese hier nur die Frauen, um so dem Liebesglück im neuen Jahr auf die Sprünge zu helfen. Die wohl wichtigste Tradition ist aber das Essen der Glückstrauben zu Mitternacht. Pro Glockenschlag schieben sich die Spanierinnen und Spanier eine Weintraube in den Mund. Wer das nicht in der entsprechenden Zeit schafft, dem soll Unglück im neuen Jahr bevorstehen. Allerdings schlägt an Silvester die Rathausuhr nicht jede Sekunde, sondern alle 3 Sekunden, sodass es einfacher zu schaffen ist. In den USA gibt es, wie auch in Italien, traditionell Linsen zum Essen. Diese erinnern an Geld und stehen nicht nur für Glück, sondern sollen auch einen Geldsegen sicherstellen. Darüber hinaus existiert am Silvestertag vielerorts der Brauch Nothing Goes Out. Dabei gilt, dass keine Dinge aus der Wohnung entfernt werden sollen, bevor das neue Jahr startet. Wer also sein Glück nicht herausfordern möchte, der bringt an Silvester nichts aus dem Haus. Nicht einmal den vollen Müllsack. Zuletzt schauen wir noch nach Dänemark. Hier gilt zum Jahreswechsel das Motto: Scherben bringen Glück. Denn als Zeichen, dass man jemandem Glück wünscht, wirft man ihm Porzellangeschirr vor die Haustür. Je mehr Scherben dann vor der Haustür sind, desto mehr Glück darf diese Person erwarten. Zudem gibt es den Brauch, um Punkt 12 Uhr von einem Stuhl zu springen. Auch das soll sich positiv auf das neue Jahr auswirken. Und das war unsere kleine Silvesterweltreise. Wie feiert ihr denn Silvester? Habt ihr auch welche von diesen Traditionen? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Like da, abonniert den Kanal und schaut mal in die anderen Videos rein. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr bei Wissen for Free.